wird schon wieder angehalten. Das gibt's ja nicht. Was ist denn hier an der Grenze los? Ja, Weißrussland. Mhm. Yes. Okay. Mhm. Okay. Also er hat gefragt, wo ich hinfahre, wo ich herkomme, was ich hier mache. Die haben mir in das Auto reingeguckt, alles durchsucht. Это из-за иммиграционного кризиса с Белоруссией. Der wollte jetzt meinen Reisepass sehen. Ich glaube, das ist jetzt etwas strenger hier. Die rufen wahrscheinlich gerade wieder die Grenzpolizei an und fragen nach, ob das okay ist. Weil die Stadt, zu der ich hinfahre, die ist jetzt 5 Kilometer von der Grenze entfernt. Gut. Ja. Thanks. Ja, ist nochmal gut gegangen. Ich habe den dann gefragt, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob ich jetzt an der Grenze festgenommen werde, wenn ich da hinfahre. Aber der meinte, der weiß davon nichts. Also fahren wir dorthin. Herzlich willkommen zum 4. Teil der Reise entlang der russischen Grenze. Das da ist übrigens nicht die russische Grenze. Oh Mann, ist das aufregend. Ich wurde heute schon wieder kontrolliert. Ich zeige euch eben, wo wir sind. Oh, mein Laptop ist schön am Video rendern und hier haben wir unsere tolle Karte. Wir sind genau dort zwischen Dagda und Kraslava, ja, tatsächlich. Und zwar in Lettland. Wo ist Lettland? Da oben. Deutschland, Polen, Kaliningrad, Litauen, Lettland. Die russische Grenze hat hier eigentlich schon aufgehört. Das letzte Mal wurde ich da ja 20 Kilometer vor der Grenze angehalten, musste einen Wisch unterschreiben. Der Typ hat mir quasi gesagt, wenn ich weiterfahre, werde ich festgenommen. We'll find you near the border, they will arrest you. Okay, nochmal turn around. Jetzt sind wir hier unten, das ist Weißrussland, aber ich behaupte einfach mal, das zählt zur russischen Grenze. Vor allem, da die Spannungen hier noch krasser sind. So, dort wurde ich aufgehalten, genau an der Stelle. Dann bin ich nach Dagda gefahren, da hat das letzte Video aufgehört. Und jetzt wollte ich nach Kraslava fahren. Und die Stadt ist direkt an der Grenze. Das sind ja keine 5 Kilometer bis zur russischen Grenze. Da bin ich gespannt, wie die Leute so drauf sind, was sie von der aktuellen Situation mit Russland halten und ob ich dort vielleicht festgenommen werde. Ich bin so froh, dass ich hier eine Stelle gefunden habe, wo ich einfach meine Ruhe habe. Also hier 20 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt in Lettland ist auf jeden Fall die Spannung hoch. Selbst in Griechenland zur Türkei hin an der Grenze wurde ich nicht so oft kontrolliert wie hier. Die Griechen und die Türken hassen sich. Ja, das heißt, wir packen die Sachen. So wie ich das mitbekommen habe, hat mein Laptop fertig gerendert. Jawohl. Boah, diese Stille hier. Geil. Dann räume ich hier alles weg und dann geht's auch direkt los. Uff, Leute, hier geht echt die Post ab. Man fährt hier aus einer Stadt raus, man wird kontrolliert, man fährt hier in eine Stadt rein, man wird kontrolliert. Erst dachte ich, dass die Kriminalität hier so hoch ist, aber der Polizist eben hat mir versichert, dass daran liegt, dass da so viele Weißrussen über die Grenze rüberkommen. Ich kann ja mal eben kurz zeigen, wo wir gerade hier sind. Wir sind erfolgreich in Kraslava angekommen. Heute wurde ich schon 4-mal kontrolliert von der Polizei und musste wieder so einen Wisch unterschreiben. Ich habe sogar ein Exemplar mitbekommen, in Deutsch und in Englisch. Der Polizist da hinten hat sich wirklich Sorgen um uns gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass die Grenzpolizei einfach so super hart durchgreift. Also, wir sind in Kraslava angekommen. Der Fluss führt hier lang. Die Grenze ist hinter dem Fluss. Wir gehen dort lieber nicht hin. Ansonsten darf ich die nächsten Videos vom Knast ausdrehen. Wir latschen hier jetzt mal in die Stadt rein, gucken, ob irgendjemand überhaupt Englisch kann und fragen, wie die Leute sich hier so fühlen. Das ist die Daugava, die kommt tatsächlich aus Weißrussland und da hinten überall aus Russland. Das hier vorne ist übrigens der größte Turm Lettlands, da gehen wir direkt mal hoch. Also schön ist es hier, ja. Nur es muss natürlich immer irgendeine politische Kacke laufen, dass diese Orte so geschändet werden. Ich bin immer noch nicht oben, ey. Oh, geht mir die Pumpe. Richard, hallo Richard. Oh. Tada. Oh ne, immer noch nicht. Ah. Hi from Scotland. Ah, Richard ist aus Schottland, der alte Graffiti-Künstler. Boah, jetzt sind wir oben. Hallo Otto. Hammer. Höchster Turm in Schottland, wollte ich jetzt sagen. Höchster Turm in Lettland. Bestiegen. Ja, schon wieder hier. Hi from Scotland. Richard, ich komme nach Schottland, ne? Und dann suche ich dich. Okay. Bye from Scotland. Richard, come back. I miss you. Oh, Richard, was hast du hier getrieben? Oh. Ja, das ist ein richtig schöner Parkplatz, ne? Mir gefällt das. Oh, da vorne ist eine Toilette.
Das ist ja einfach so ein Plumpsloch. Ja, stinken tut das nicht. Haben die eine Lüftung hier? Oh, zwei Ballons mit einer dicken Schnur. Ja, schön. Ist aber auch ein Koloss. Eine Schaukel. Boah. Hallo, do you speak English? Die hat mich noch nicht mal angeguckt. Das war ja die schlimmste Abfuhr, die ich jemals bekommen habe. Boah, das war ja creepy. War die taub? Aber die hat mich doch gesehen. Eieieiei. Bin ich vielleicht ein Geist? Du siehst mich. Da sind wir wieder, diese Sowjet-Ostblock-Dinge ohne Verputzung. Hier muss es auf jeden Fall irgendeine Industrie gegeben haben, sonst hätten sie diese Teile hier nicht hingesetzt. Klingelingeling, klingelingeling. Boah, guckt euch die Heizung an. Klick. Und es riecht hier überall nach Essen. Stellt euch vor, ihr wärt hier aufgewachsen. Die Oma starrt mich an da drüben. Also ich sag euch ganz ehrlich, irgendwas ist hier im Busch. Überall wird man von der Polizei kontrolliert. Teilweise wollen die Leute nicht nur nicht mit mir reden, sondern die laufen auch vor mir weg. Hallo. Aus den Autos gucken sie mich an, weil jemand eine Kamera in der Hand hat. Ist mir nicht ganz koscher hier. Ich meine, wir sind auch 5 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Guck mal, hier sind überall Kameras. Ich muss so langsam zugeben, dass ich leichte Paranoia verspüre, ob mein Auto vielleicht mittlerweile schon aufgeknackt und leergeräumt ist oder ob es vielleicht gar nicht mehr dasteht. Eieiei. Ich hau hier ab. Okay. Oh, meine Lieben, ey. Was brennen mir die Füße. Ich fahre direkt weiter. So, wir fahren direkt weiter. Aber davor will ich noch unbedingt diese Toilette ausprobieren. Oh Mann. Das ist doch süß. Aber stinken tut es hier nicht. 6,5 Stunden später. Okay, also. Ich habe leicht gemischte Gefühle. Schon gewöhnungsbedürftig. Alles cool und so, aber die Überbleibsel der anderen Menschen da zu sehen, ist echt. Dann haben Sie Ihr Ziel erreicht. Oh, sowas macht mich ja immer paranoid. So, da wären wir. Daugavpils. Sieht ein bisschen trübe aus hier, aber ich glaube, es ist hier sehr sicher. Ich werde jetzt mal losgehen. Ich bin eine Runde gefahren. Hier in der Ecke gibt es so Museen und so, also es wirkt ganz nett. Habe ich alles. Ich glaube schon, hier die Spüle habe ich mit Chlor behandelt. Das mache ich immer wieder gern. Ich habe mir übrigens gerade noch die Haare geschnitten. Lichter aus. Klick. Schon wieder eine, die nicht mit mir reden wollte. Das ist echt wirsch. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich versuche, auf Englisch mit denen zu reden. Oh ja, ich glaube, ich höre laute Musik. Ich sehe schon, was das ist. Das ist so ein Tuning-Treffen. Die machen da verschiedene Disziplinen wie Driften, Drag-Racen, also Beschleunigung und wer hat das tiefere Auto und sowas. Sind ein bisschen bekloppt, die Balten hier oben. Mira, Bus, yes! Thank you.
dunkel. Keiner will mit mir reden. Aber ich hoffe, man kann trotzdem so ein bisschen Gefühl für die Gegend bekommen. Ist halt vieles so post-sowjetisch. Ein bisschen heruntergekommen, aber ich find's toll. Und ja, der Fokus liegt hier eindeutig auf den Familien. Also die fangen ja im frühen Alter an, die Familien zu gründen. Und so viele Jugendliche wie in Deutschland laufen hier nicht herum. Was wahrscheinlich auch, das ist meine Theorie, so der Grund ist, warum die Leute hier nicht mit Fremden kommunizieren. Weil die Familien halt so stark sind, dass man halt einfach nicht mit Fremden spricht. Ja, guck mal, ein ukrainisches Restaurant. Odessa Mama. Hier hinter dieser dunklen Mauer verbirgt sich irgend so ein Universitätsgebäude. Das links hier darf ich nicht filmen, das ist irgendein Militärgelände. Ich würde sagen, ich gehe zum Tuning-Treffen zurück, da es ja auch nicht heller wird jetzt. Ja, ich dachte, die Universität da hinten, das wäre so eine klassische mit einem Campusgelände. Aber das war ja umzäunt und da war ja gar nichts. Ich habe jetzt mal alle Gastronomien aufgerufen. Das ist immer ein guter Indikator, wo die Action ist. Und die rote Linie zeigt ja, da sind wir komplett durchgelaufen also. Wir waren da schon richtig. Как можно эффективней. Ne, ist mir zu voll. Außerdem kann ich da eh nicht filmen, weil GEMA. Oh, ist das die ewige Flamme oder was? Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Ja, das ist ein Sowjetstern, ne? Ich habe keine Ahnung, was hier steht. Also mit ewiger Flamme meine ich die ewige Flamme um die Schlacht um Stalingrad. Da in der Sowjetunion wurden immer wieder solche Monumente gebaut, wo das Feuer niemals ausgeht. Ewige Flamme, religiös. Holocaust, Schlacht um Stalingrad. Hiroshima, während der Freiheitskämpfe in Lettland gefallenen Soldaten, aber die brennt in Riga. Nee, keine Ahnung, wenn jemand was weiß, immer her damit. Aber habe ich noch nie gesehen. Krass. Ja, also so vom Gefühl her muss ich sagen, ist echt friedlich hier. Reden will mit mir keiner. Ich schätze mal, weil die einfach zu viel Angst haben, irgendwelche Fehler zu machen in Englisch, weil es wohl ziemlich unüblich, dass hier irgendwelche Touristen vorbeikommen. Oh, da ist die Polizei. Sicher ist es hier auch überall. Ich sehe auch hier regelmäßig irgendwelche Frauen alleine durch den Park laufen. Also ist echt angenehm hier. Angst vor irgendwelchen Kriegdingern oder so, glaube ich nicht. Das Einzige, was stört, ist halt, dass keiner mit mir kommunizieren will, ne? So ist das halt, wenn man in so ein Land fährt. Ja, ich gehe durch die Stadt und dann eigentlich zurück zum Auto. Es wäre jetzt alles ziemlich mager die ganze Zeit, aber die große Attraktion kommt noch. Wir fahren nämlich jetzt nach Litauen zum Ignalina Kraftwerk. Da bin ich sehr gespannt drauf. Irgendwann später. Das wunderschöne Lettland. Ich habe eine fette Pizza an der Hand. Ich bin doch noch in so eine Bar reingegangen, habe ein paar Studenten draußen kennengelernt. Kurze Zusammenfassung. Ja, sie sind gestresst wie in ganz Lettland, aber es leben sehr viele Russen hier. Deswegen scheinen es nicht viele zugeben zu wollen. Was noch? Das Bier schmeckt sehr gut. Ja, ein Bier reicht, um mir so eine viel zu große Familienpizza zu holen, der ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Hallo Auto! Ja, es ist schön hier. Also die Leute sind doch noch sehr verschlossen. Die Pizzafrau, mit der ich eben gesprochen habe, die mir die Pizza hier gemacht hat, die hat in Bremen gearbeitet. Aber selbst die scheut sich ohne Ende Deutsch, Englisch oder sonst irgendetwas mit mir zu sprechen. Also es scheint hier so ein lokales Ding zu sein. Daugavpils, es war schön. Ich gehe zum Auto und dann geht's zum Ignalina Kernkraftwerk. Lituvos Respublika, Autobahn 90, Schnellstraße 80. So, da werden wir. Schöner, ruhiger Parkplatz bei der Sport
Städten etwas außerhalb der Stadt. Ich habe eben noch eine E-Mail zum Ignalinas Kernkraftwerk geschickt. Online steht, dass man sich anmelden muss für die 70-Euro-Führung im Kernkraftwerk. Da muss man leider 10 Tage vorher sich anmelden. Was kriege ich ja nicht hin? Ich weiß ja kaum, wo ich morgen schlafen werde. Ich habe mich jetzt mal für die Gratisführung angemeldet. Da sind wir, Visaginas. Und das Kraftwerk ist hier ungefähr 5 Kilometer entfernt. So, und bis die uns da mit der E-Mail antworten, werden wir mal in Visaginas reingehen und uns die Stadt anschauen. Da ist der erste Visaginas-Bürger. Ach, ist da was? Ich schmeiß mal den Ionisator an. Zack, ich die Oberlüftung aus. Jawohl. Da bin ich mal gespannt. Erster Tag in Litauen. Letztes Jahr war ich ja auch noch in Litauen. Aber nur ganz kurz. Und jetzt wollen wir mal rausfinden, wie es hier so wirklich ist. Visagino Sporto Centras. Kommen wir hier rein? Nope. Die Bauarbeiter wollten schon mal nicht mit mir reden. Aber das ist wie so ein schlechtes Omen. Keiner will mit mir reden. Hallo, do you speak English? No English? Okay, thanks. Das ist ja krass. Hier sind die Ostblöcke und dazwischen ist voll der Wald. Aber das geht ja immer so weiter hier. Oh, eine offene Tür. Boah, wie geil. Hammer. Ah, da sind Leute drin. Ich habe keinen Bock, von irgendwelchen Leuten hier erwischt zu werden. Oh, die kommen, die kommen. Wo geht's denn hier raus? Da. Aber ist cool, das Konzept. So eine Mischung aus Ghetto, Wald und Spielplätzen. Das ist echt interessant. Ihr guckt euch das mal an. Wie anders die Stadt hier einfach ist. So postsowjetisch mit der Aufschrift hier. Das erinnert tatsächlich an die Serie Tschernobyl irgendwie. Hallo. Und von der Stadtmitte geht man unter so einer Unterführung her und ist direkt in einem Wald drin. Guck mal, da hinten geht's zu irgendeinem See. Und direkt neben dem Weg ein riesen Waldspielplatz. Stopp, nicht betreten. Also es ist echt schön hier, aber ich weiß noch nicht, was es hier mit der Stadt auf sich hat. Hier gibt es den Gottesdienst dann auf Polnisch, Litauisch und Russisch. Oh. Oh, Ukraine. Wir sind jetzt 3 Kilometer durch die Stadt gelaufen und es sieht hier überall so aus. Ist auf jeden Fall alles mega kinderfreundlich hier. So als Junge hier aufwachsen, das kann ich mir echt geil vorstellen. Aber als Erwachsener hier zu leben... Was ist das denn? Einfach so eine Kirche im Ghetto. Tatsächlich. Das Gebäude gehörte zum Kernkraftwerk und wurde zur Kirche umgebaut. Also... Das ist tatsächlich ein kleines Erlebnis hier. Es kommt mir so vor, als ob die Stadt für das Kernkraftwerk gebaut haben. Genau wie es in Tschernobyl mit Prypjat passiert ist. Und dann wurde das Ignalina Kernkraftwerk hier ja zugemacht. Und die Stadt bleibt den Menschen, wo sie jetzt ordentlich Familien gründen. Ein bisschen heruntergekommen, ne, mit den Bäumen hier überall, die aus dem Weg rauskommen zum Beispiel. Aber es ist echt idyllisch hier. Die Häuser sehen ein bisschen bescheiden aus, aber es ist trotzdem schön. Guck mal, da geht es weiter. Ich laufe jetzt seit über einer Stunde hier herum und da hinten geht es weiter mit den Ghettos. Man kann sich ja richtig vorstellen, wie die Kinder hier abends zu 1000-fach Räuber und Gendarm spielen. Waldgebiete in der Mitte und Blöcke drumherum. Das ist ein riesiges Gebiet mit hunderten von solchen Blöcken und Waldgebieten dazwischen.
Bewegen wir uns mal von der Stadt ein bisschen weg. Die Autos in Litauen übrigens halten immer an. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ja. Und direkt außerhalb der Stadt gibt es einfach nur ein mega Waldgebiet. Keine Minute in den Wald rein. Man ist mitten in der Pampa hier. Pilze gibt es hier auch. Dieser ist leider giftig. Der Wald geht übrigens noch ewig weiter in diese Richtung. Man hört hier natürlich noch die Straße. Aber ich denke, wenn wir noch eine weitere Minute in diese Richtung laufen, dann hört man von der Straße auch nichts mehr. Echt abgefahren, also geil, echt abgefahren die Stadt. Hab ich noch nie gesehen sowas. Und ich wette mit euch, die Mieten sind hier super günstig. Hallo. Do you speak English a little bit? No. No? Attraction, something to see here. I don't know. No? Hm. Okay, I'm fine. Thank you. Alter, was soll das denn sein? Habe ich das nicht in einem Bolton Bankrupt Video gesehen? Ja, tatsächlich, ey, was für ein Zufall. Ich drehe am Rad. Die waren hier. Ich bin zufällig hier gelandet. Einer meiner Lieblings-YouTuber. Ja, krass, guckt euch das an. Was für ein Zufall. Lass mal direkt nachsehen, was die hier so getrieben haben. Vielleicht finde ich dadurch ein paar coole Orte. Wo ist denn dieser Turm? Baltic Radiation Control. Und so ein Mini-Turm, der immer die Radioaktivität hier in der Umgebung misst und Alarm ausschlägt, falls das Kraftwerk mal durchgebrannt wäre oder sowas. Ich denke, das sollte da irgendwo in der Richtung sein. I'm looking for this tower here, somewhere here. Just show, like, you know, there? Yes. Okay, thanks. Hier ist er nicht. Schade, die Sonne scheint da nicht, dann wüsste ich, in welcher Himmelsrichtung der gerade guckt. Aber die nächste Szene ist dieser Stein und ich weiß exakt, wo dieser Stein ist. Also so ranzig, wie das hier auch manchmal aussieht, hier könnte man echt gut Kinder erziehen. Hello, I look for this tower here somewhere. No? Also die Jungs von eben haben uns in diese Richtung gelotst. Da ist auch dieser Stein, den ich erwähnte, den ich im Video wiedererkannt habe. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Boah, da oben ist das Mosaik, wie aus dem Video. Ja, und hier haben wir den großen Stein, der halt quasi besagt, dass das die neue große Atomstadt der Sowjetunion sein wird. Und dort ist der Turm. Gibt's nicht, ey. Ich bin direkt dran vorbeigerannt. Mein Auto steht ungefähr 200 Meter weiter weg. Das ist er tatsächlich. Steht natürlich irgendetwas drauf, was ich nicht verstehe. Und die Anzeigen da oben haben, ja, eigentlich sonst irgendetwas angezeigt. Nur der Turm hat die ganze Zeit die Strahlung gemessen und Alarm gegeben, wenn ein gewisser Schwellenwert übertreten wurde. Was natürlich ein Indiz dafür wäre, dass das Kraftwerk nicht mehr dicht ist und damit würde dann die Bevölkerung gewarnt werden. Na, da haben wir eine Anzeige, das ist eine Uhr. 16.25 Uhr, alles klar, ich gehe zum Auto zurück. Ja, wow, ey, eigentlich kamen wir nur hier hin, um einfach eine zufällig gewählte Stadt anzugucken. Aber das war doch äußerst interessant hier. Hier schnappen wir uns jetzt noch die Drohne und versuchen, die ganzen Häuser irgendwie auf Kamera festzuhalten. Aber danach sind wir eigentlich hier auch schon durch und dann geht's weiter. Wir fahren auf jeden Fall noch zum Ignalina-Kraftwerk, egal ob wir einen Termin haben oder nicht. Ey, das ist echt die Stadt des Atoms, das wusste ich nicht. Hammer. Die Stadt des Atoms 2.0, weil eigentlich ist Pripyat, also Tschernobyl, die Stadt des Atoms. Oh ja, was ein Anblick. Mein Auto. Erstmal frisch machen, erstmal aufs Klo gehen. Ich trinke übrigens die ganze Zeit Gira, das ist Quass. Ah ja, 13 Kilometer gelaufen. So, und jetzt geht's zum Ignalina-Kraftwerk. Ich habe eben die E-Mails gecheckt. Mir hat die Frau zurückgeschrieben, die da für die E-Mails zuständig ist. Und nein, leider muss man da 10 Tage vorher sich anmelden, auch bei den Gratistouren, was online so gar nicht steht. Aber wir werden hier nicht 10 Tage rumstehen und warten, bis wir dann dort rein können. Deswegen fahren wir jetzt einfach so zum Kraftwerk hin, mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist dort Militärgebiet, deswegen werden wir da auch nicht über irgendwelche Zäune springen oder sowas, aber hinfahren können wir ja schon mal. Das ist sie, die Straße zum Zwillingskraftwerk von Tschernobyl. Ah. Das erste Anzeichen. Eine Riesentafel. Natürlich nicht auf Englisch. Drohne verboten. Offensichtlich Fotos verboten. Aber ich fahre mal trotzdem hin und guck mal, wie weit ich komme. Wie gesagt, das ist ein Militärgebiet, weil das um die nationale Sicherheit geht bei einem Kernkraftwerk. Okay, wir befinden uns gerade auf dem Gelände des Ignalina-Kraftwerks. Ich muss jetzt schnell machen. Tada, Ignalina-Kraftwerk. Okay, weg hier. Hier ist alles voller riesige Rohre und alles.
Hier gibt es überall Stacheldraht, Zäune und so weiter. Näher dran konnte ich jetzt nicht fahren, weil da wären wir dann tatsächlich direkt am Eingang gewesen. Oh, da kommt ein Auto. Ich will da hin, das ist das Monument des Kraftwerks. Oh, da kommt ein LKW. Gut, los geht's, los geht's, los geht's. Ignalina Kraftwerk abgehakt. Ich kam leider nicht rein, natürlich. Es ist geil hier. Also wenn man dort weiterfährt, die Straße weiterfährt, dann sieht man riesige Strommästen, die über den Kopf hergehen. Gigantische Lagerhallen und dann fangen die Türme des Kraftwerks auch schon an. Wahnsinn, ist cool. Also offensichtlich darf man hier langfahren. Wenn man mal hier ist, dann macht das auf jeden Fall. Das sieht 1:1 wie Tschernobyl aus. Okay, Hammer. Das freut mich richtig. Okay, ich hau jetzt hier ab. Wir fahren jetzt die russische Grenze weiter entlang zur nächsten Stadt. Hier sind wir übrigens tatsächlich 5 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Was echt verrückt ist, wenn man so drüber nachdenkt. Ist natürlich alles Sperrgebiet. Deswegen wollen wir uns hier auch nicht lange aufhalten. 6,5 Stunden später. Also, ich muss da einfach mal anhalten. Moin. Macht ihr eine Europa-Tour? Baltikum-Tour. Baltikum, ja, ich mit dem Camper hier. Ach so. Ich bin jetzt seit, ich glaube, 3 Monaten im Baltikum. Seit 3 Monaten? Ja, hab im Westen angefangen, komplette Küste entlang und jetzt fahre ich die russische Grenze runter. Ah ja. Oder beziehungsweise jetzt halt die weißrussische. Belarussische. Belarussische jetzt, ja, genau. Bis nach Polen und dann fahre ich zur Ukraine rüber und dann nach Hause, denke ich. Wir haben Klaipeda angefangen und Sonntag geht die Fähre wieder zurück. Und mit Zelt oder mit Hotel? Nö. Ja. Booking. Ja, okay. Wir irgendwann eine Ferienwohnung gemacht. Genau. In Estland gibt es ja diese RMK-Dinger da. Ja, da kriegt man ja Feuerstelle, alles, und Toiletten und alles. Also Estland hat mir sehr gefallen. Naja, Estland ist schon anständiger. Litauen ist so ein bisschen, aber trotzdem auch sauber und ordentlich. Also ja. Hast du, also hier diese Seenplatte, das ist ja auch geil. Hast du schmale Asphaltstraßen, Kurve, 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 fährst an rechts ein See, links ein See, auch geil. Ja gut, dann viel Spaß noch, ne? Ja, gleichfalls. Motorradfahrer sind so cool. Ich war auf dem Geländer von dem Kraftwerk noch weiter drin. Da habe ich natürlich keine Fotos und keine Videos gemacht. Das wäre ein bisschen dumm gewesen. Aber das war der Wahnsinn. Wenn ihr in der Nähe seid, dann fahrt da auf jeden Fall hin. Wenn ihr euch auch so für Tschernobyl und diese ganzen Sachen interessiert. Das ist ja 1:1 der Tschernobyl-Reaktor. Ich konnte meinen Augen nicht glauben. Das ist echt der Wahnsinn. Ja gut, wir sind jetzt in dem wunderschönen Riemsee oder sowas. Schauen wir uns mal um. Memorial, bla. Natürlich auf Russisch. Ja, Zweiter Weltkrieg. Oh, Riemsee, 500 Jahre, 2014. Ist alles so liebevoll hier, alles so nett. Es gibt ja an den Friedhöfen bekanntlicherweise immer die Wasserquellen. Hier haben wir nur so einen Kanister. Da ist das Wasser natürlich nicht allzu sicher oder kommt gar nichts raus. Auf jeden Fall gibt es bei den Friedhöfen auch immer Mülleimer und die Mülleimer hier im Baltikum sind tatsächlich videoüberwacht. Man sieht jetzt hier keine Kameras, aber ich habe bemerkt, die packen hier diese Wildkameras hin von den Jägern, die nur Schnappschüsse machen, wenn sich irgendetwas bewegt. Ich habe die in den Bäumen gesehen oder in irgendwelchen Büschen. Mal gucken, ob wir die Kamera hier irgendwo finden oder ob dieses Schildchen dort nur reine Verarsche ist. Nee. Jedenfalls passt auf, wenn ihr euren Müll dann hier irgendwo wegschmeißt. Lasst euch nicht von diesen Kameras erwischen. Ja, ein kleines, nettes, ruhiges Dörfchen. So, da waren wir, da sind wir gerade und da fahren wir jetzt hier in Ignalina. Die Stadt Ignalina, die eigentlich zum Kraftwerk gehört. Ich glaube, das ganze Bundesland heißt auch Ignalina. Da bin ich aber auf jeden Fall gespannt. Da werden wir bestimmt auch ein paar Leute treffen, die mit uns reden wollen. Weil hier sind nur ältere Herrschaften, die der englischen Sprache leider nicht mächtig sind. Und ich bin der litauischen Sprache nicht mächtig, Vaikai. So, es macht wie überall den Eindruck, als würden die Leute hier wirklich in Frieden vor sich her leben. Das sind echt schöne Ecken hier direkt an der Grenze, muss ich sagen. Echt schöne Ecken. Die Motorradfahrer von eben sagten auch, hier gibt es die Seeplatten überall, da kann man schön herfahren. Wir werden aber da jetzt ein bisschen von abkommen, weil wir die russische Grenze entlang fahren wollen und rausfinden wollen, wie die Leute hier so leben. Das ist Kvass? Mhm. Kvass. Gira ist Kvass. Ja. Ah, okay.
In Estland heißt es Kali, in Lettland Kvass und hier in Litauen Gira. So, die Stadt Ignalina in Litauen. Wir stehen hier etwas außerhalb, aber ich bin mir sicher, so 10, 15 Minuten und wir sind da. I have no... It's the first day here. Yeah, make a share. The city is in this direction, right? Yeah, to the hospital. Okay. And then you go... Oh ja, das sieht doch noch Stadt aus. Aber irgendwie ein bisschen leer. Es ist Freitagabend. Die Menschen... Wow. Die Menschen machen hier einen sehr netten Eindruck, muss ich wirklich sagen. Die Kinder haben keine Angst, hier Englisch zu reden. Aber für eine Stadt mit einigen tausend Einwohnern ist mir ein bisschen zu ruhig hier. Ist das eine Musikschule? Ist das Music School? Yes. Ah, okay. Wurde ganz offensichtlich renoviert. Das brennt ja in der Lunge, da riecht ganz frisch nach Farbe da drin. Und hier geht's schon zum großen Platz. Das kann's ja nicht gewesen sein. Das war's schon? Krass. Es ist Freitagabends und ich habe uns in eine tote Stadt gelotst. Soll ich heute noch weiterfahren? Es ist schon zu spät. Aber so kann's auch laufen. Es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier einfach nichts zu sehen. Ein Busbahnhof. Ja, schön. Die Leute können mir auch nicht weiterhelfen, weil es gibt hier einfach nichts. Und bei euch so? Wie geht's euch? Ich habe mich so sehr darauf gefreut, irgendwelche Leute kennenzulernen, vielleicht Party machen zu gehen oder so. Was habe ich denn da? Das ist Dreck. Ich bin dreckig. Naja, wenigstens ist es hier friedlich. Die Leute haben keine Angst vor irgendwie... Krieg oder den Russen oder Putin. In der Stadt habe ich diese Mädels getroffen, mit denen ich vorhin gesprochen habe. Die laufen auch nur im Kreis herum und haben nichts zu tun. Ja, das ist mal tote Hose hier. So, das lassen wir hier und checken wir nochmal den Strand ab. Litauen ist so verrückt. Guck mal, die Leute haben hier ihre Höfe und die leben einfach so vor sich hin. Dort gibt es einfach irgend so einen Betrieb, überall sind Stromleitungen, dort sind irgendwelche privaten Häuser, wo irgendwer lebt. Und alles ist durchzogen von unendlich langen Straßen. Hier haben wir einfach so eine x-beliebige Bushaltestelle, ohne Namen. Ja, das war Ignalina, meine Lieben. Ich würde ja sagen, dass ich enttäuscht bin, aber irgendwie auch gut herauszufinden, dass die Stadt des epischen, historischen Ignalina-Kraftwerks irgendwie klein und uninteressant ist. Schreibt mir gerne, was ihr so davon haltet, wie euer Eindruck von der Stadt so ist. Die Leute gucken, weil ich eine Kamera in der Hand halte. Im nächsten Video fahren wir dann nach Vilnius weiter, zur Hauptstadt Litauens. Und da wird es auf jeden Fall viel mehr Action geben. Ich meine, wir hatten heute ja auch ein bisschen Action an dem Kraftwerk. Und es war jetzt schön, die dazugehörige Stadt tatsächlich mal zu sehen. Ey, wir waren heute am Ignalina-Kraftwerk. Das ist ja echt so... nicht zu glauben. So schön der Tag auch war, ich freue mich, mich ins Auto zu setzen, mir einfach nur ein Buch in die Hand zu nehmen und die Ruhe zu genießen. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder wir sehen uns unterwegs.